Auf der Wache Köln-Mülheim will Florian Winter seine Frühschicht antreten und wird observiert. Ey, Bruder, guck mal, da ist der Bulle. Dann packen wir uns das Schwein. Los jetzt, los, los, los! Hier. Die haben mich gerade versucht, in den Wagen reinzuzerren. Nee. Wo ist der Zweite? Die sind gerade weggefahren. So. Der 30-Jährige gehört offensichtlich einer Bande an. Er zeigt sich völlig unkooperativ und ist schwer bewaffnet. In seiner Kutte machen die Beamten einen Fund, der Fragen aufwirft. Was sind da für Bilder hier? Ach. Hey, guck mal. Ja, ganz tolles Foto. Guck mal die Adresse hin drauf. Ich hab jetzt. Ja. Von hier? Ja. Wollen Sie sich dazu äußern, was das jetzt für eine Aktion war, oder ist das jetzt... Von mir kriegt er gar nichts. Was sind das für Bilder? Hier mit durchgestrichen, zwei Stück schon? Irgendwas auf den Ohren? Ich sag so, ohne meinen Anwalt. Er hat ja nur mal einen Anwalt. Dann frag ihn mal nach seinem Anwalt, hat er keinen. Ja, gut. Mal hier, auf jeden Fall die anderen Bilder. Kurios an der ganzen Angelegenheit war, der Herr hatte Fotos dabei. Diese Fotos. Wenn man sieht hier, eine Dame, ein durchgestrichenes Gesicht und da kommt mein Foto schon. Irgendwas stimmt an der ganzen Nummer nicht. Wir vermuten, dass es in die Richtung geht, dass alle Leute auf dem Foto, die markiert worden sind oder die, die sollten verschleppt werden und da, wo schon ein Strich durch ist, da ist es vielleicht schon erfolgt. Jetzt müssen wir natürlich ermitteln, in welche Richtung geht das Ganze und aus welchem Grund. Hör mal, ich versuche mal das Kennzeichen irgendwie von diesem Transporter. Hast du das? Lass mich, ja, Fragmente, ne? Noch nicht komplett, ich muss mal eben... Das war Kaufmann-Trennung, Toni Friedrich und dann bin ich mir nicht ganz sicher. Ich guck mal hier, drei Treffer habe ich unter dem TF2. Nils Gärtner, Stefan Berger. KTF262 wäre das Auto. Stefan Berger. Ja. Der Name sagt mir was. Das müsste letzte Woche gewesen sein. Da haben wir den noch, glaube ich, festgenommen. Also mir sagt Berger Stefan jetzt. Berger, doch. Stefan Berger, 17.08.85. Ganz sicher, ganz sicher. Das Auto gehört, läuft auf den Berger? Ja. Okay. Das würde ja auch passen, weißt du? Ich nehme den fest und dann hat der hier mein Foto hier und dann ist das so eine Retourkutsche oder was? Was ist denn mit dem Berger passiert? Habt ihr den festgenommen worden, ja. Und jetzt haben die in irgendeiner Form... Keine als Racheakt oder was, genau. Als so im Austausch? Genau. Hey, die anderen Bilder musst du mal gucken. Irgendwie Ideen? Irgendwelche Ideen? Tatsächlich was auf den Ohren, oder? Ich sag nichts. Ja, er will nichts sagen, deswegen dann. Florian Winter hat besagten Stefan Berger wegen Schutzgelderpressung und gefährlicher Körperverletzung festgenommen. Die Namen auf der Rückseite der Fotos sind nicht aktenkundig. Noch während sie ihr weiteres Vorgehen besprechen, erscheint eine besorgte Frau. Ich muss eine Vermisstenanzeige aufgeben. Mein Mann ist weg. Mein Mann ist verschwunden. Wer sind Sie denn? Ich bin Selina Ollas. Mein Mann ist weg. Er ist nicht aufgetaucht heute Morgen. Wie heißt denn Ihr Mann? Marc. Marc was? Marc Eilers. Bitte, Sie müssen mir helfen. Wir sind 6 Jahre verheiratet. Marc Eilers? Ja. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ihr Name ist auch Eilers? Ja, wir sind verheiratet, 6 Jahre. Gucken Sie mal. Ist das Ihr Mann? Ja, aber ja. Aber ich verstehe überhaupt nichts mehr. Seit wann ist denn Ihr Mann nicht mehr da? Oder wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Gestern, als er zur Schicht gegangen ist. Er arbeitet als Kneipenwirt. Und, okay. Entschuldigung. Oh Gott. Guck mal, sagen Ihnen die anderen Fotos irgendwas? Das ist Ihr Ehemann? Nein. Ja, das ist Wolfgang. Das ist sein Chef. Wolfgang Ollmann. Ja. Okay. Und ich bin auch, ich weiß, er ist, irgendwas muss passiert sein, weil ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Pass auf. Er hat letzte Woche, ich kann gar nicht. Oh Gott. Zur gleichen Zeit in einem Einfamilienhaus. Was ist denn da los? Oh Gott.
Peter Rothmeier und Paul Richter leiten den Einsatz in Köln-Pfingst. Sie erfahren von der schwangeren Melderin, was sich zugetragen hat. Die Täter sind aus der Wohnung bereits geflüchtet. Ist ja alles durcheinander. Ja, hier war total viel los. Hier waren zwei maskierte Männer und haben meine Freundin Hannah mitgenommen. Wie heißt die Hannah weiter? Albers, Hannah Albers. Ist die entführt worden? Ja, also es ging alles so schnell. Ich war eigentlich nur unter der Dusche und auf einmal habe ich halt Hannah schreien gehört. Ah. Und dann war ich natürlich erst schockiert und habe nur laute Geknall gehört und sie hat halt geschrien und dann habe ich rausgeguckt, also aus der Badezimmertür, und dann habe ich halt hier nur zwei maskierte Männer gesehen. Aber ich kann Arnold für den 36, einmal zur Kenntnis. Die Anwohnerin und Melderin hat uns mitgeteilt, dass wohl die Mitbewohnerin von ihr, eine Hannah Albers, durch die hier eingedrungenen Personen entfernt worden sein soll. Wie viele Personen waren das? Zwei? Zwei. Und halt Hannah. Auf der Wache haben die Polizisten inzwischen ermittelt, dass auch der Chef des verschollenen Ehemanns als vermisst gemeldet wurde. Von ihren Kollegen erhalten sie Informationen über den Einsatz in Köln-Pfingst. Die 1536 hat sich gerade gemeldet. Ja. Die sind von einer Frau Kuhlmann zum Hausfriedensbruch gerufen worden. Und jetzt kommt's. Da ist eine Hannah Albers, die wohnt mit der Frau Kuhlmann zusammen wohl. Hannah Eilers? Albers. Albers. Diese Dame auf dem Foto hier. Okay. Die ist von zwei Maskierten verschleppt worden. Sorry. Hannah Albers. Das Bild haben wir auch schon hier. Guck mal. Also ist die auch weg? Hannah Albers? Das... Krass. Das ist natürlich jetzt... Da schließt sich der Kreis. Hast du den Namen schon mal gehabt? Ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. In Bezug auf den Berger. Ich weiß es nicht. Warte mal. Hat die Hannah in der Vergangenheit denn mal irgendwie über Probleme gesprochen oder so? Nee, also in die letzte Woche war sie schon total verängstigt. Aber als ich sie halt angesprochen habe, wollte sie nicht drüber reden. Okay. Das war auf jeden Fall schon komisch. Und aus welcher Richtung sowas kommen könnte, haben Sie keine Erklärung für? Vielleicht ihr Ex-Freund, aber ja, das ist halt der Einzige, der mir jetzt einfallen würde. Was ist er denn für ein Typ, der Ex-Freund? Ja, das ist so eine Sache. Die Hannah hat halt immer so zwielichtige Typen, so Machos und so Knackis halt. Also, ja. So, das ist der Datensatz von dem Berger. Hier der Typ, den ich da letztens festgenommen habe. Ach, guck mal hier. Anzeigenerstatterin. Das ist die doch. Hannah Albers. Das heißt, die hat die Anzeige von Wolfgang Hollmann, Zeuge Magnus, das sind ja alle. Guck dir das mal an. Hollmann war das Opfer, Albers war die Anzeigenerstatterin und Zeuge war der Marc Eilers. Das ist doch der Mann. Wollten Sie das ganze Programm jetzt durchführen? Was wollen Sie mit den Leuten machen? Was wollen Sie mit ihm machen? Wollen Sie einen Richter auch noch einladen oder was? Sie haben mich jetzt versucht, dann haben Sie es tatsächlich bei zweien geschafft oder besser gesagt bei dreien. Wo sind die Personen denn jetzt? Ja, Sie können das doch nur einfacher für sich machen. Haben Sie sich durchs Ganze ausgeprügelt oder was? Ich verstehe nicht so richtig. Das fängt ja schon vorne mit der Mülltonne da an. Was ist mit dem? Ja, genau, das ist Hannas Zimmer. Das ist Hannas Zimmer. Habt ihr Sachen gepackt? Wollt ihr die weg? Ja, also sie hat halt die Sachen gepackt und wollte zu ihrer Mutter erstmal für eine Woche. Also ich hatte halt das Gefühl, dass sie ein bisschen untertauchen wollte und halt für sich sein möchte. Also sie kam halt, wie gesagt, total verängstigt drüber, aber wollte mit mir natürlich auch nicht darüber reden. Arnold für die 1536. Komm, Arnold. Ja, pass auf, also wir haben jetzt gerade mal noch ein bisschen recherchiert. Und zwar scheint das Ganze in Verbindung zu stehen mit Stefan Berger. Der wurde letzte Woche inhaftiert von unserem Kollegen Winter. Es werden tatsächlich noch zwei weitere Herren vermisst. Also ich weiß nicht, inwieweit das für euch relevant ist. Das ist Ihr Ex-Freund. Der Berger ist der Ex-Freund? Ja, genau, der Stefan. Arnold, zur Kenntnis. Ich habe gerade durch die Melderin erfahren, dass der Stefan Berger wohl der Ex-Freund von der Hannah Albers sein soll. Ja, okay, also der Name ist tatsächlich jetzt auch hier nochmal aufgetaucht, weil sie hat anscheinend auch gegen ihn ausgesagt. Oh. Aufenthaltsort von dem Berger kennen Sie aber nicht, wo der wohnt, wo der sich aufhält. Nee, also ich hatte auch wirklich nichts mit ihm zu tun. Und naja, also, so besser so. Ja gut, Spurensicherung bestellen? Ja. Eventuell? Zieh ich dir ran. Was haben wir hier? Ich darf mal in den Müll, ne? Ja, natürlich. Ist ja so. Arnold, zur Kenntnis, wir brauchen einmal Spurensicherung. Das ist Hannah und das ist ihr Freund Stefan, beziehungsweise Ex-Freund. Das ist der Berger? Genau, und das ist Hannah. Das ist gut, guck mal. Können wir direkt mitnehmen.
Ja, wie sich herausstellt, hat Hanna Albers nicht nur ein Techtelmechtel mit Herrn Stefan Berger gehabt, sondern die waren sich auch oder waren in Begriff, sich zu trennen. Wir haben ein Foto von den beiden gefunden, das konnte uns auch durch die Melderin bestätigt werden. Sie saß ja auf gepackten Taschen, dass diese Kölner Gangbrüder oder wie auch immer die sich da schimpfen und nennen mögen, mit der Sache was zu tun haben. Denn speziell unter dem Hintergrund, dass oder vor dem Hintergrund, dass der Herr Berger vor einer Woche inhaftiert wurde und hier unter Umständen eine Racheaktion startet, müssen wir das mit erhöhter Vorsicht alles genießen, was hier passiert. Darüber hinaus haben wir Blutspuren im Treppenhaus gefunden, die waren nicht von der Melderin. Entsprechend müssen wir uns Sorgen machen, wie es der Frau Albers geht.